jetzt zu einer anderen Form von Literatur, Comics. Von den Literaturkritikern hierzulande eher belächelt, hat sich in Frankreich längst eine vielfältige und bunte Comic-Szene im Kulturbetrieb etabliert. Wir stellen Ihnen einen Shootingstar dieser Szene vor, die junge Lothringerin Laureline Michaud. Auf diesen Tag hat Laureline wochenlang gewartet. Sie trifft ihre Leser und Leserinnen. Eine Metzer Comic-Buchhandlung hat zur Signierstunde geladen. Nun warten die Fans der Comiczeichnerin auf ihr persönlich signiertes Exemplar. Ich heiße Laureline. Der Vorname kommt aus der Comicwelt. Als ich klein war, hatten wir viele Comics zu Hause. Schon mit 5 wollte ich Comiczeichnerin werden. Laureline hat 5 Alben veröffentlicht. Jetzt sind die beiden neuesten auf den Markt gekommen. Darunter die 4. Ausgabe der Comicreihe Camilla, Geschichten für Teenager. Okay, Männer, und morgen wird an den Sonnenkollektoren gearbeitet. Schatz, das ist Brüm, die Katze von Laureline, eine der Hauptfiguren in ihren Geschichten. Brüm ist immer dabei, einer meiner Lieblinge. Ist sie nicht schön? Die 2. Hauptfigur in den Geschichten von Laureline ist Cerise, die Tochter der jungen Autorin. Na, bist du mit deinem Geburtstag zufrieden, mein Schatz? Ja, klar. Ich habe noch eine kleine Überraschung für dich. Mach die Augen zu. Tada! Was ist los? Ist er nicht mehr deine große Liebe? Doch, aber ich dachte nicht, dass er eine arme Bäuerin heiraten will. Jonathan! Irgendwie riecht's hier komisch, oder? Ach ja, ja, ja. Die gute Luft. Man gewöhnt sich dran. Wirst sehen. Cerise ist goldig. Sie stellt immer tolle Fragen. Mama, das verstehe ich nicht. Wie konnte Leben entstehen zu einer Zeit, als es nur Wasser gab? Sie ist das Wichtigste in meinem Leben, also muss sie auch in meinen Geschichten vorkommen. Un crayon dans le cœur, ein Bleistift im Herzen. Durch diese Internetseite ist sie bekannt geworden. Den Blog habe ich von Anfang an geführt, weil ich auch Tagebuch schreibe. So bringt mich das Medium dazu, jeden Tag eine Zeichnung zu machen. Als ich anfing, hatte sonst keiner einen Blog. Daraufhin hat mich ein Verleger entdeckt. So kam das erste Album von Laureline auf den Markt. Inzwischen ist Camilla eine bekannte Figur der französischen Comicliteratur. Die junge Autorin aus Metz wird landesweit auf Fachveranstaltungen eingeladen. Metz ist stolz auf seine junge Autorin. Der Blogger unterhält eine Beziehung zu seinen Lesern, die der Zeichner ohne Blog nicht hat. Der Blogger kommuniziert jeden Tag über das Internet. Bei den Signierstunden merkt man sofort, wer einen Blog hat und wer nicht. Par exemple pendant les séances de dédicace, qui est différente des auteurs qui n'ont pas de blog. Das letzte Buch von Laureline besteht aus Zeichnungen, die sie seit 3 Jahren auf ihrer Webseite präsentiert. Auf dieses Buch ist sie besonders stolz. In einer Fachzeitschrift habe ich eine tolle Kritik über mein Buch gelesen. Ich bin so happy. Genial. Laurelines Blog ist einer der meistbesuchten in Frankreich. Geh in die Dusche. Oh, bitte, Mama. Ich bin doch das Blut deiner Adern. Keine Dusche. Bitte, bitte. Un dessin par jour. Jeden Tag eine Zeichnung, das muss schnell gehen. Blogger haben einen neuen Stil erfunden. Zurzeit arbeitet Laureline an ihrem nächsten Buch. Ein Verlag hat ein Album mit 80 Seiten in Auftrag gegeben. 50 Seiten sind schon fertig. Der Verleger möchte jetzt einen Kick in der Geschichte. Tja, ich muss wohl irgendjemanden sterben lassen. Oh, Brüm.
Du tust so, als ob ich nicht da wäre, okay? Leicht zu sagen, du Kulturspiegel.